Willkommen zurück zu Pikmin 2. Wir gehen heute mal wieder in den Wald des Erwachens. Und mal sehen. Wir haben keine andere Möglichkeit im Moment. Und wollen dort wieder was erreichen. Großes leisten. Oder auch nicht. Das wird sich alles zeigen. Jedenfalls machen sich unsere beiden Lieblingsdummköpfe auf den Weg. Und Cold Mirror. Guten Morgen, die weißen Pikmin wurden zusammen mit den lila Pikmin sicher in meinem Rumpf untergebracht. Die zwei unterschiedlichen Arten schlafen tief und sie scheinen sich auch gut zu vertragen. Ich habe es ihnen so gemütlich wie möglich gemacht. Um die weißen Pikmin ins Freie zu rufen, müssen sie sich in den Kreis aus Licht unter mir stellen. Drücken sie anschließend A. Übrigens, sie sollten sich nicht überanstrengen. Auch eine Pause zur richtigen Zeit kann durchaus tapfer sein. Um den Tag zu früher zu beenden, drückt sie Startpause. So rufen sie den Radarschirm auf. Drücken sie anschließend R. Schnauze, ich mach, wie ich das will. Ich hole mir erstmal wieder alle Pappnasen. Und mit alle meine ich alle. Alle Pikmin, die ich habe. Alle Lilanen. Alle Weißen. Und alle Roten. Exzellent. Sieht ganz nice aus. Auch du darfst mit Louis. Upsa. Das hat jetzt noch ein bisschen was von Resident Evil. Moment, wo ist die Karte? Hier ist die Karte. Weißer Garten. Da hinten sind die blauen Pikmin. Irgendwo gab es noch eine Mauer, die nur die weißen Pikmin einreisen konnten. Wo war die? Da kann ich nicht hin, da kann ich nicht hin. Ich versuche mal Kurs auf die blauen Pikmin zu nehmen. Das wäre schon ein großer Erfolg, die zu haben. Ach so, natürlich. Und der Globus da hinten. Den gab es auch noch. Und mit dem kommen wir auch bekanntlich weiter. Ach, das ist Strom? Warum erst die gelben? Wie es aussieht. War das hier? Die Mauer haben wir eingerissen und so. Ja, hier ist der gute alte Globus. Ach du Schande. Greift sie an. Naja, frisst das Ding. Ein einziges weißes Pikmin ist die Pflanze tot. Faszinierend. Dieses Objekt ähnelt jenem, das sie im friedvollen Tal gefunden haben. Wenn ich es genau untersuche, dann kann ich vielleicht neue planetare Daten extrapolieren. Tu nicht so rum, klugscheißen. So, alle herkommen. Braut, ja. Mhm. Bierbrauen. Baut mal die Brücke. Die Chefs gehen mal Kaffee trinken. Okay, das kenne ich noch von Original Pikmin. Dann ging es zu dem Storch. Das ist Gift. Ja gut, und da brauchen wir die Wasser-Pikmin auch. Also, die Gebiete können wir jetzt noch nicht betreten. Das soll uns aber nicht die Stimmung vermiesen. Soll uns nicht weiter trüben. So, alle Mann an den Globus. Ein paar auch zu dem da. Ihr könnt da noch mithelfen. So, wir warten mal da vorne. Oh, was ein Grafikfehler. Das lassen wir mal lieber. Da lassen wir mal den Mantel des Schweigens drüber. Das ist eine Erdbeere. Leicht zu erreichen. Das ist ein Schatz. Na, kommt mal her, ein paar Kerle. Rote am besten. Ja, das ist gut. Die können wir doch einfach so erreichen. Der braucht nur 5 Leute. Und hier hilft wieder mit dem Globus mit, damit es mal was wird. Die sind ganz zackig da. Die sind auf Zack hier. Sehr schön. Mal sehen, was Cold Mirror zu der Erdbeere zu sagen hat. 170 und
Sonnenkernbeere. Naja, weltfremd. Dann könnt ihr vielleicht noch ein paar Blumen kaputt machen. Die würde ich lieber meiden, die scheiß Viecher. Ah, ich weiß, was wir noch machen könnten dann. Tun aber erstmal den anderen Scheiß. Abtransportieren. Denn wir haben jetzt weiße Pikmin, die können sich an der Oberfläche auch mal nützlich machen. Und da haben wir den Sphärenatlas wieder. Topographieprojektion. Mhm. Auch diese Hemisphäre beinhaltet einen verborgenen Mikrochip. Ich werde versuchen, die darin enthaltenen Daten zu entschlüsseln. Entschlüsselung abgeschlossen. Wie vermutet, enthält der Chip zusätzliche topografische Daten. Die Daten wurden meiner Datenbank hinzugefügt. Sie sind fortan in der Bezeichnung Übersichtskarte verfügbar. Heißt so viel wie, wir können in den dritten Level. Und haben 30% der Schuld beglichen. Wunderbar. Alle herkommen. Nee, nicht alle. Nur die Weißen. Und Louis. Sogar ein Lilaner dabei. So ein Depp. Da oben ist nämlich etwas vergraben. Und wenn es nicht herausguckt, können nur die weißen Pikmin es ausgraben. Das werden sie jetzt tun. Und der Lilaner guckt ihnen zu. Was ist das denn? Es sieht aus wie ein Tanzapfen? Eine Frucht? What the hell? Eine Zwiebel? Werden wir gleich herausfinden oder auch nicht. Da helfen Freiwillige. Das finde ich immer schön. Ja, schon wieder was Gutes gefunden. Ja, es ist... ne? Eine Pilgerknolle. Ja, ihr werdet schon recht haben. Jetzt mal schnell Neugeborene herausziehen. Ja, live bei den Geburten dabei sein. So, ja, ich könnte mal so ein bisschen planlos herumlaufen. Und auf das Ding achten, auf den Zeiger, ob ich hier noch irgendwelche Schätze finden kann momentan. Ob hier noch irgendetwas ist. Wir gehen mal da lang, aber aufpassen, keiner ins Wasser stürzen. Ihr seid mir alle so ein bisschen dappig. Okay, da ging es nicht mehr weiter im Moment. Da brauchen wir die Blauen. Und um die Blauen zu bekommen, brauchen wir erstmal die Gelben. Auch hier nicht die Bohne zu erkennen. Ein bisschen Nektar wäre auch nicht schlecht. Da oben liegt ein Kronkorken. Aber nur mit Hilfe von gelben Pikmin erreichbar. Die auch diese Wand hier einreißen müssen dann. Da ist noch eine Wand. Die Weißen einreißen können. Macht euch schon die Arbeit. Oh, ein Roter ist dabei. Oh, das tut mir leid. Alarmstufe Rot. Achtung, Notfall, die Pikmin leiden. Wenn sie durch Drücken von B auf ihre Pfeife blasen, können sie ihnen vielleicht helfen. Können wir immer helfen. So. Tja, was machst du auch bei den weißen Pikmin? Geh dir schämen. Du auch. Kann ich dich nicht auch werfen? Hallo. Hey, dich kann man so besiegen. Hey, cool. Da sind ja die Blauen.
Die haben Kaulquappen, wie es aussieht. Immerhin. Sehen Sie doch, wilde blaue Pikmin jagen am Ufer ihre Beute. Vielleicht erfahren wir mehr über sie, wenn wir diese Exemplare beobachten. Kling! Ich bitte um Verzeihung, ich war kurzzeitig von Ihnen bezaubert. Aber jetzt zurück an die Arbeit. Ich mache hier gerade einen Käfer fertig und mir werden die blauen Pikmin vorgestellt. Die sind nach wie vor hinter dieser Elektrowand. Der Käfer ist tot. Da sind sie. Aber erst brauchen wir die gelben. Oh je, das scheint noch zu dauern. Nehmen wir ein paar rote und wir machen ein bisschen Arbeit. Zack, 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 zack. Da bleiben. Olimar regelt das. Man muss ja nicht untätig rumstehen, man kann ja ein bisschen was sagen. Bisschen was mache. Gut. Der Rest kann wieder antreten. Zum Chillen. Die kleinen Bübchen, die Weißen. Die müssen die ganze Arbeit hier verrichten. Und das dauert. Aber gut. Ich bin froh, dass wir an diesem Tag noch genug zu tun haben, irgendwie. Danach, hinter dieser Mauer, ist dann eigentlich nichts mehr, ne? So, wir holen nochmal alle und dann warten wir, bis die weiße Bande fertig ist. Meine Armee, meine Abonnenten. Ah, jetzt ist die Zwiebel erstmals voll. 100 Pikmin auf dem Feld. Ulmer, wir haben ein Problem. Die Zwiebel hat aufgehört, Samen auszustoßen. Ob hier eine Fehlfunktion vorliegt? Interessant. Offenbar hat sich die Anzahl der Lebensformen im Inneren der Zwiebel erhöht. Ist Ihnen denn nicht aufgefallen, dass nicht mehr als 100 Pikmin zur selben Zeit auf der Planetenoberfläche sein dürfen? Aber ich stelle momentan nur 95 auf der Oberfläche fest, ob hier irgendwo wilde Pikmin sind. Ja, Mann. Das sind die blauen. Gut, ich hoffe, ihr klotzt mal bald ran, weil es wird langweilig. Dum-di-dum. Was könnten wir Schönes machen in der Zwischenzeit? Ey, da ist noch eine Höhle. Aber hinterm Elektrozaun, wie ich sehe. Jetzt ist aber gut! Mann, oh Mann. Mach das Gift noch aus. Schön, dass wir das geklärt haben. Ja, wie stellen wir das am besten an? So. Schön gemacht. Was gibt's denn hier? Das ist eine Mauer. Eine schöne Mauer. Aber die ist im Wasser. Meiden. Mayday. Oh. Ein Würfel. Der muss geborgen werden. Ich glaube, das war es auch schon, was es hier gibt. Was passiert denn, wenn ich diese Früchte nehme? Die hätte ich mal gerne. Kloppen da drauf ein, hey. Also, abtransportieren. Kann maximal ein Pikmin nehmen. Nun denn, wenn dem so ist, was bewirkt diese Frucht? Erstaunlich, diese lila Beere enthält eine ultrabittere Essenz.
Oh Leute, wir müssen Schluss machen. Bis zum nächsten Part. Bis dann. Ciao.